Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, ihr seht wieder unsere kleine Stalkerin hier im Hintergrund. Die zweite Quest, genau, die uns schon wieder zuwinkt. Die zweite Quest der Gilderkriege. Der Kriegergilde startet jetzt. Oh Gott, es ist zu früh am Morgen und Die ich habe Gilde zu braucht wenig euch, geschlafen. Kameradin. Bera, genau, so heißt sie. Kameradin, ich habe eine dringende Nachricht für euch. Wie immer. Was ist los? Gildenmeisterin sieht alle Farben, möchte euch schnellstmöglich sehen. Sie sagte, das Tagebuch hätte etwas über einen Vivicus enthüllt, was auch immer das ist. Sie erwartet euch in der Gildenhalle. In welcher der Gildenhalle kann ich sie finden? Ihr findet sie in der Halle in Eldenwurz, Kameradin. Mögen die Acht über euch wachen. Hat sie gesagt, was vor sich geht? Keine Ahnung. In der Halle munkelt man, sie würde Tag und Nacht an einem geheimnisvollen Projekt arbeiten. Ich habe sogar Schriftgelehrte der Magiergilde dort herumlaufen sehen. Seltsam. Ja, das heißt, wir schleichen da die ganze Zeit so rum. Hat derjenige denn zufälligerweise hier irgendjemand umgebracht oder irgendetwas Wisst ihr, anderes wie lange ich nach euch Unflätiges gesucht getan? habe? Man weiß es nicht, aber man munkelt. Was hat sie jetzt gesagt? Moment, wir müssen nach Gradwald, ne? Meine ich, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Ich höre immer so wunderbar gut zu, wenn die Leute sagen, wo ich hin muss. Okay, Gradwald. So, die Kriegergilde in Gradwald ist Ich sagte, ebenfalls, das also Schicksal wie die fegte euch für Magiergilde eben auch, diesen hier Moment im aus dem Baum Kreisen drin. des Chaos heraus. Oder sollte ich sagen, tiefer im Baum drin. Ihr seht ja die Banner im Hintergrund. Die Kriegergilde ist auf der rechten Seite, die Magiergilde links. Und der Thronsaal, der war ja in der Mitte. Das sieht man ja an diesen riesigen Bannern, die ich, glaube ich, mein halbes Leben lang immer übersehen habe. So, die Frage ist nur, wo ist Farben? Steht's hier hinten? Keine Rast für die Ermatteten. Hier ist noch was zu lesen. Zerrissene Nachricht von Jessen. Meine Herren, wir wissen, wo er sein sollte. Wir werden den üblichen Entschlossenen vom Schlachtfeld entfernen. Was? Wir kehren zum Inselturm zurück, wenn wir unseren Auftrag erfüllt haben. In ewiger Hingabe, Jessen. Wer zur Hölle ist Jessen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube auch, Farben ist eher oben, weil ich sie gerade hier unten nicht sehe und ich ehrlich gesagt schon sehr lange die Kriegergilde nicht mehr auf Ink & Twin gemacht habe. Da ist sie doch. Freut mich, euch wiederzusehen, Kameradin. Ihr erinnert euch an unsere Begegnung mit Doshia, als wir ihr verschlüsseltes Tagebuch fanden? Es wurde übersetzt. Ja, wir mussten einige Gefallen dafür einfordern, aber wir haben den Code geknackt. Im Auftrag ihres dunklen Meisters war Doshia hinter etwas her, das in Dwemer-Ruinen verborgen liegt, an einem Ort mit dem Namen Mesenelt. Verlangt nicht von mir, dieses schreckliche Wort auszusprechen. Wonach hat sie gesucht? Wir sind uns nicht sicher, aber es scheint etwas mit diesem Mortuum Vivicus zu tun zu haben, den ihre Notizen erwähnen. Mesenelt ist weit weg von hier, aber ich habe ein Portal vorbereitet, das uns durch ganz Tamriel bringen wird. Was sagt ihr dazu, Kameradin? Stürzt ihr euch zusammen mit mir ins Unbekannte? Versuchen wir es. Ich werde das Portal öffnen. Es dauert nur einen Moment. Bitte sehr. Dankeschön. Doshia war keine Gelehrte. Sie tat nichts ohne Hintergedanken. Der Fluss hat uns aus einem Grund hierher geführt. Wonach suchen wir? Eine Art Schatz? Eine mächtige Waffe? Oder einen epischen Zauber? Doshia respektierte nur eine einzige Sache: Macht. Was es auch ist, wir müssen es von hier fortschaffen. Warum diese Eile? Doshia wusste von diesem Ort. Und daher werden das auch andere tun. Wenn wir es nicht bergen, was immer es ist, dann werden andere kommen.
Und es muss etwas mit diesem Mortuum Vivicus zu tun haben. Falls Molag Bal plant, die Macht dieser Waffe erneut zu entfesseln, dann müssen wir das verhindern. Was meint ihr, was hier vor sich geht? Die letzten Tage der Dwemer waren ein endloser Krieg. Ihre Magier lieferten sich einen Wettlauf um die Vervollkommnung immer entsetzlicherer Zauber, immer mächtigerer Waffen. Vielleicht liegen die Wurzeln des Vivicus in dieser längst vergangenen Ära. Wo bin ich hier? Eine Feste der Dwemer, der Zwerge. Wir sind irgendwo in Hammerfall, glaube ich, unweit der südlichen Drachenschwanzberge. Zumindest besagen Doshias Notizen das. Wisst ihr, wohin die Dwemer gingen, sieht alle Farben? Wenn ich das wüsste, wäre ich die weiseste Frau in ganz Tamriel, Kameradin. Nein, niemand weiß, weshalb die Dwemer verschwanden. Oder zumindest verrät es keiner, der es weiß. Warum Hammerfall? Warum trägt uns der Fluss überhaupt irgendwohin? Die Dwemer bauten ihre Anlagen im gesamten nördlichen Tamriel. Ich tippe darauf, dass wir in dieser Ruine sind, um eine Art Schatz zu finden. Wenn jede beliebige Dwemer-Ruine gut genug wäre, dann gäbe es nähere Orte als Mesenelt. Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen, was diese Doshia angeht? Doshia hatte unseren Kameraden Merrick entführt. Sie wollte seine Seele für Molag Bal ernten. Im Zuge eines Plans, der sich um diesen Mortuum Vivicus dreht. Und dann kam natürlich ihr zu seiner Rettung. Ihr habt sie erschlagen und ihr Tagebuch gestohlen, was uns wiederum hierher geführt hat. Habt ihr sonst noch etwas aus Doshias Tagebuch erfahren? Viele Dinge. Das Tagebuch sprach von diesem Ort, aber es sprach auch von schrecklichen Dingen. Dinge, die ich am liebsten wieder vergessen würde. Ihr fortwährender Umgang mit Molag Bal pervertierte ihren Geist. Ja, da machen wir uns mal auf ins Innere. Da könnt ihr übrigens immer, also hier, die sind jetzt größtenteils geschlossen, aber da könnt ihr immer mal gerne reingucken. Die Untoten sind dicht hinter uns. Wir müssen die Überreste der Waffe verstecken. Jetzt! Die Automaten sind immer noch aktiv. Wir werden hier unten sterben. Wir werden das erledigen. Oder Molag Bals Jäger werden uns töten. Kurano hat recht. Wenn wir Glück haben, halten die Konstrukte die Toten zurück. Dann los. Dieser Plan ist und bleibt Wahnsinn. Das waren die Alten. Aileiden in einer Dwemer-Ruine. Was ist hier geschehen? Tja, was ist hier geschehen? Deswegen sind wir hier, wegen dieser Frage. Also nicht nur wegen dieser Frage. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ihr könnt gerne in die ganzen... Haltet eure Klingen bereit, Kameradin. Diese Konstrukte kennen keine Gnade. Das ist richtig. Basti, lenk sie mal ab. Du bist hier der Tank, nicht ich. Aber tankt gerade nicht gerne. Na gut. Oder sie ist vielleicht nicht so gut zu tanken. Ich weiß es nicht. Was ich die ganze Zeit schon versuche zu sagen. Diese kleinen Urnen hier, die beinhalten auch gerne mal Entwürfe oder ähnliches. Ich habe zwar aus dieser Umgebung schon sehr viel. Verdammt. Kurano ist tot. Die Waffe wird für immer verloren sein. Nein, es gibt noch Hoffnung. Ostarand wird es tun müssen. Das Vergessen hole euch. Ich kann nicht. Wir können es noch schaffen. Aber ihr müsst das Opfer sein, mein Freund. Ohne eine Seele im Kristall können wir die Waffe nicht reparieren. Es ist notwendig, Ostarand. Ein Opfer? Was wollten Sie hier? Ja, das könnt ihr euch jetzt wieder gerne durchlesen. So als Hintergrundinfo. Die Fähigkeiten, die zum Erschaffen dieser Konstrukte nötig waren, erstaunlich. Dein Ernst jetzt? Ich war schon durch die Tür durch. Warum ziehst du mich jetzt wieder zurück?
meine, wenn mich das Ding vorher blockiert hätte, das könnte ich ja noch verstehen. Aber wieso zieht mich das Teil zurück? So. Hier liegt noch was. Leben gekämpft, Meuchelmörder. Könnt ihr euch auch gerne durchlesen. Ist auch noch ein bisschen Hintergrundwissen. Ist aber jetzt nicht direkt für die Story wichtig. Wir haben die letzte Welle kaum überlebt. Valascha ist verletzt. Wir werden niemals gegen die Toten und die Konstrukte bestehen. Ostarand hat recht. Ihr braucht Zeit. Ich werde die Toten weg in einen anderen Tunnelzweig führen. Lanard, nicht! Ihr werdet den Schwang nicht überleben. Wenn mein Tod euch die nötige Zeit verschafft, für Delodiil und Meridia! Euch selbst der Strömung des Flusses zu überlassen. Edel. Tja. So. Dann einmal. Das wollte ich nur eben mitnehmen hier. So. Einmal nicht mehr weiterkommen können, weil man hier eingeklemmt ist. Einmal durch die Tür wollte ich eigentlich sagen. So. Schau mich an. Wenn ich dich umbringe. Wobei, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, weil das sind ja Maschinen. So, darum geht's weiter. Einen Moment, das könnte ausschlaggebend sein. Liebster, Ostarand, wenn ihr es tut, dann jetzt. Ich sterbe. Ich kann nicht. Sterbt nicht, Valascha. Ich kann es nicht. Ihr müsst, Liebster. Oder Molag Bal hat gewonnen. Sie möchte es, Ostarand. Deshalb sind wir hier. Tut es! Lebt wohl, Liebste. Meine Valascha. Wir haben noch Valaschas Tagebuch. Vielleicht wird es uns mehr über die Vorgänge hier verraten. Ja, tut es, aber es ist eine riesige Geschichte, die noch da drin steht. Obwohl es geht nur über zwei Seiten. Könnt ihr euch wie immer gerne durchlesen. Noch ein Tagebuch? Erstaunlich, dass es erhalten geblieben ist. Darf ich es sehen? Bitte sehr. Das Wasser wird klarer. Zwei Städte, von denen eine Meridia verehrt. Die andere verehrt Molag Bal. Aber Garlas, die Stadt der Toten, erschafft ein Artefakt, um gegen Meridia zuzuschlagen. Delodiil, die Stadt des Lichts, erschafft ihre eigene Waffe. Geschmiedet aus dem Herzen eines Kristalls. Die Aleiden hier kommen aus Meridias Stadt, oder? Genau das. Diese Uralten stehlen sich mit dieser Kristallwaffe ins Herz der Feinde. Sie halten das Ritual auf und ihr König beendet aber Garlas dunkle Herrschaft. Doch sie werden gejagt. Daher versuchen sie, eine Zuflucht zu finden, einen Ort, um den Kristall zu verstecken. Und sie kamen hierher nach, ich hasse diesen Namen, Mützenelt oder so. Ihr habt recht. Sie trachteten danach, ihren kostbaren Besitz zu verstecken. Doch erst gab die Priesterin Meridias ihr Leben. Sie ließ das Kristallherz erneut erstrahlen, auf das die Waffe eines Tages neu geschmiedet werden könne. Also ist der Kristall hier? Ja, Kameradin. Die Tagebücher sprechen auch von einem Folianten und von Anweisungen zur Herstellung der Waffe. Das Kristallherz der Waffe und die nötigen Mittel, um sie zu bauen, liegen hier irgendwo in diesen Ruinen. Dann sollten wir sie besser finden.
wirst mich sowieso gleich wieder nur nerven und wieder zurückbacken. Kann ich die auch direkt mal vorher mal eben platt machen. Und noch mehr aktive Konstrukte. Ich teile ihre Begeisterung, aber wir kämpfen hier quasi ums Leben. Oder besser gesagt, ich kämpfe darum, dass wir leben. Und sie hält sich nur daran auf, wie toll diese Konstrukte sind und ja. Ich kann sie nicht aufhalten. Ihr müsst gehen. Ich verlasse euch nicht. Wir sind gestorben, als wir dieser Aufgabe zustimmten. Wir sind nur eine Weile weitergegangen. Versteckt den Kristall. Versteckt den Folianten. Geht. So viel Tapferkeit im Angesicht des sicheren Todes. Ja, ich bin mir allerdings nicht sicher, ob er gestorben ist, weil es ist ja zumindest die Stimme von dem Aleidenkönig gewesen. Änderes Aufzeichnung. Konstrukte sind durchbrochen. Das ist wohl das durchgebrochen. Das ist wohl das Ende. Also es geht um den Angriff. Farben. Sagst du mir nicht normalerweise, was ich zu tun habe? Dann nicht. Wobei, da steht schon, findet einen Weg durch die Türen. Die noch? Achso, da hinten ist eine. Das ist noch eine. Oh, das ist einmal verbunden. Dann hier vorne einmal. Achso, ja. Ich dachte, ich musste die andere Tür noch machen, aber die Tür ist schon auf. So, wir laufen jetzt noch mal kurz hier runter, weil da liegt nämlich noch ein Buch, was wir einsammeln können. Das Verschwinden von Deludil. Könnt ihr gerne durchlesen, wie immer. Müsst ihr nochmal eben auf Pause drücken. So, das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück und stellen uns dem Endgegner dieses Verlieses, so wie es aussieht. Der tote Centurio. Eine passende Ruhestätte für meine Valascha. Jetzt muss ich nur noch den Folianten verstecken. Ja, alles im Angesicht des Todes. Aber immerhin ist der Foliant versteckt worden, sodass wir ihn jetzt finden können. Einmal sein Tagebuch, wenn ihr das Ganze durchlesen möchtet. Und einmal eine Dwemer-Truhe. Warum holt den prismatischen Kristall zurück? Ach so, deswegen, weil wir den Kristall noch nicht haben. Okay. Dann schauen wir hier an der Seite nochmal eben nach, was wir hier noch lesen können. Und dann greifen wir den hier mal an. Warum auch immer ich den jetzt gerade nicht treffen kann. Gute Arbeit. Verlasst jetzt diesen Ort. Wir waren dort erfolgreich, wo diese verwelkte Wurzel Doshia versagt hat, Kameradin. Hier, ich werde ein Portal öffnen, damit wir zurückkehren können. Ja, Gildenmeisterin. Nehmt den Kristall und den Folianten. Gebt sie Merrick.
Dann kann er anfangen, in Erfahrung zu bringen, was nötig ist, um die Waffe zu schmieden. Wo wollt ihr hin, Gildenmeisterin? Ich habe etwas, worum ich mich kümmern muss, Kameradin. Das Wissen, das wir hier gewonnen haben, hat meinen Geist überflutet. Ich muss den Fluss in den richtigen Lauf leiten. Ich bin sicher, wir werden bald wieder miteinander sprechen. Als dann auf bald. Wartet, bis sie gegangen ist. Ich muss mit euch sprechen. Ich sehe euch am Fluss, Kameradin. Ja, bitte, und hier... Sprecht mit mir. Hier war das eine ganze Zeit lang mal verbuggt, wenn dieser Fehler nochmal auftreten sollte, weil er ist dann nicht gekommen. Er hat dann zwar gesprochen vorher, ist dann hier aber nicht aufgetaucht. Wenn der Fehler mal passieren sollte bei euch, dass mal wieder ein altes Update reingeschoben oder alte Fehler mit reingeschoben wurden, das passiert ja häufiger, dann bleibt einfach hier drin stehen, geht nicht durchs Portal und macht nochmal einen Neustart, also im Sinne von, dass ihr euch nochmal ausloggt und wieder einloggt. Dann müsste normalerweise Jofnir Eisklinge wieder da sein. Ich habe nur wenig Zeit zum Reden. Warum erscheint ihr mir immer wieder? Ihr seid in Gefahr. Es ist eine Gefahr, die ich selbst im Tode nicht ganz begreifen kann. Was für eine Gefahr? Warum können wir nicht über diese Gefahr sprechen? Jemand, der euch nahesteht, hat Pläne. Pläne für uns beide. Pläne, euch zu verraten. Ich bin verankert. Gefangen, fortgerissen. Seid auf der Hut, Kameradin. Das werde ich. Ja, und weg war er. Da können wir nur was lesen. Ansonsten können wir nichts mehr mitnehmen. Dann können wir direkt durch das Portal gehen. Ah, da. Willkommen zurück aus den Tiefen, Kameradin. Gildenmeisterin sieht alle Farben, sagte mir, ihr hättet etwas für mich. Ja, wir haben diesen Folianten und diesen Kristall in diesen unaussprechlichen Verlies gefunden. Vielen Dank. Ich beginne sofort mit meinen Untersuchungen. Ihr werdet als erstes kontaktiert, sobald ich die Einzelheiten kenne. In der Zwischenzeit lässt euch sieht alle Farben ausrichten, dass es ihr leid tut, dass sie nicht bleiben konnte. Sie sagte, sie müsse sich um eine dringende Angelegenheit kümmern. Und wir erhalten einen robusten Ring und eine blaue, wahrlich prächtige Glyphe der Ausdauer. Ja, und das war's dann auch schon für heute mit der Kriegergilde. Ist ein bisschen kürzer geworden als das letzte Mal, meine ich, so gefühlsmäßig. Aber uns steht natürlich noch einiges bevor. Entsprechend bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.